Herzlich willkommen in unserer neuen Johannes-Neuhäusler-Schule. Wir sind zu Schuljahresbeginn hier eingezogen und freuen uns ganz besonders über unsere riesengroße Aula. Wir können jetzt auch unseren Pausenverkauf direkt von der Küche heraus in die Aula machen. Da ist immer ein großer Andrang. Genau, und jetzt schauen wir uns vorne die neue Bühne an, die weiße Wand, die Sie sehen, kann man aufschieben, sodass wir hier jetzt einen großen Veranstaltungsort mit Bühne haben. Ja, jetzt befinden wir uns in einem typischen Klassenzimmer einer Grundschulstufe. Das ist eine vierte Klasse. So sieht jedes Klassenzimmer aus, aber natürlich hat jede Klasse so ihren individuellen Stil und die Tische und die Stühle stehen natürlich so, wie es die Schülerinnen und der Schüler der einzelnen Klassen brauchen. Da vorne sieht man jetzt ein bisschen was Außergewöhnliches, nämlich ein Hundebett. Das gehört unserem Schulhund Sam, der 2 bis 3 Mal in der Woche wirklich im Unterricht dabei ist und auch mit unseren Schülerinnen und Schülern arbeitet. So, das ist jetzt unser Hausmeisterraum, ein typischer Hausmeisterraum. Und wir wollen ja unbedingt einen Multisensorikraum haben, damit man unsere sinnesbeeinträchtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen möglichst optimal fördern und ansprechen können. Und das Gute an diesem Raum ist eben, dass der komplett dunkel ist, sodass da die Lichtreize natürlich besonders gut wirken. Also aus diesem Raum wollen wir eben einen ganz wunderschönen Multisensorikraum machen. Wird komplett ausgeräumt. Der wird dann komplett ausgeräumt und dann eben komplett ausgestattet von einer Spezialfirma.